Fahrt war sehr, sehr schön und... Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Morello Open Tag 3. The last one. Wir frühstücken jetzt erstmal ganz gemütlich. Beziehungsweise gemütlich ist was anderes. Wir haben ein bisschen Stress. Heute ist ein bisschen strammes Programm. Kevin hat gleich um 8.30 Uhr den ersten Termin. Mit Jan Bauer. Da freue ich mich drauf. Den haben wir noch gestern Abend ausgemacht. Da kommt das Video wahrscheinlich am Dienstag dann. Wenn es wahr werden sollte, haben wir um 9.30 Uhr hier einen Termin bei einem Wohnmobil. Weil mein Mann hat ja mir was versprochen. Neues Leder. 10 Uhr muss ich aber pünktlich oben bei der Anmeldung für unsere Amy. Für was? Kutschfahrt. Für die Kutschfahrt sein. Es sind nämlich nur begrenzte Karten. Dann 13.30 Uhr habe ich meinen Woman Workshop. Amy geht mit, das ist ja auch Woman. Und dann muss man auch nochmal sagen, man kann es gar nicht oft genug sagen, wirklich vielen, vielen Dank an Morello. Das ist nicht selbstverständlich, die Brötchen. Dass man die, das sind, wenn man so hochrechnet, das sind schon echt viele Brötchen. Und das ist auch ein extrem hoher Kostenpunkt. Und da muss man, also ich finde es nicht selbstverständlich und es ist echt ein super, super Service. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, was steht noch an? Ach, lasst euch einfach noch überraschen, es kommt noch was. Heute wollen wir einiges filmen. Die letzten Tage haben wir nicht so viel gefilmt, weil wir einfach genossen haben. Genau, wollen das auch ein bisschen genießen. Und wir wollten die Leute nicht belästigen mit der Kamera. Ja, schon sehr viele Leute unterwegs. Also, frühstücken und dann geht's los. Los. 3 Stunden später. So, Mädels, während ich beim Jan Bauer war, war bei uns der Michael Schade. Sie machen... Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tolles Leder. genau. Eine super tolle Beratung, auch jetzt nicht irgendwie Werbung, sonstiges. Nee, und ich bin ja in meiner Bringschuld. Wir haben ja nur das Auto gekauft, weil ich gesagt habe, meine Frau kriegt noch... andere Lederfarbe. Genau. Nur mal zum drauf eingehen, es ist wirklich, es kommt auf den Videos nicht immer so raus, aber unser Leder oder die Lederstoff, ist kein glattes Leder. Es ist an manchen Stellen so leicht gelblich, man sieht, wo die Gurte waren, man sieht es auf dem Video nicht richtig, dann ist wirklich hier an manchen Stellen sehr abgenutzt. Auch der Fahrersitz, also gerade hier in dem Bereich. Es ist nicht mehr, es geht, aber es ist halt einfach nicht schön. Und deswegen haben wir schon die ganze Zeit rumgemacht, auch auf der CMT gewesen. Bloß bei dem Herrn hatten wir nicht so gutes Gefühl. Und jetzt haben wir die Chance genutzt und haben oben bei den Open die Jungs und Mädels angefragt. Und die waren heute da. Genau, haben ihre, pünktlich ihre Ledermuster mitgebracht. Die wir vorab schon rausgesucht hatten. Genau, hatten ein bisschen mehr dabei, fand ich auch cool. So haben wir dann ein bisschen testen können, was zu unserem Braunton einfach besser dazu passt. Und wir waren eigentlich ziemlich schnell uns einig. Ja, aber das andere Wohnmobil haben halt hier Kraut drin und wir halt nicht. Genau. Darum haben wir jetzt Leder genommen, wo... So ein bisschen Braunton. Siehe hier. Auch mit der Steppung. Mit der Steppung, genau. Passt zum Sitz. Wir sind jetzt so mal verblieben, dass wir einfach... Wir fahren ja bald nochmal den Urlaub. Wir haben eine Woche, wo wir nach Holland hochfahren. Ja. Übernächste Woche. Nächste Woche, genau. Und nächste Woche müssen wir nochmal hart Gas geben. Gas geben, genau. Und dann hat er gemeint, wir sollen doch einfach, wenn wir Zeit haben, auf dem Weg... bei Ihnen vorbeikommen in... Wo sitzen die?
Ich meine Köln, Bonn irgendwo. Ja, Köln? Irgendwo da oben, genau. Steht hier gar nicht drauf, der Karte. Sollen wir vorbeikommen? Dann messen Sie mal unsere Polstermöbel aus. Da können wir dann gleich nochmal die Farbkombination zum Leder und Nähte festlegen. Und dann machen sie uns ein Angebot. Genau, und dann machen sie uns ein Angebot und dann schauen wir mal. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir es machen oder nicht. Ja. Aber ich glaube schon. Aber ich habe es ihr versprochen. Sie war auch ganz cool und meinte so zu mir, die Dame, wo dabei war, ihr könnt auch noch ein Jahr das Ding hier runterrocken. Fand den ganz coolen Spruch. Rockt das Ding einfach noch mal ein Jahr runter und dann machen wir einen Termin aus und dann machen wir euch das Fahrzeug ganz schick. Fand ich echt cool, die Aussage war mega. Aber der Termin war lustig, hat Spaß gemacht und ganz nette, offene Leute finde ich mega. Vielen Dank dafür. Genau, und dann wart ihr, wo ich runtergekommen bin, habt ihr schon die Tickets in der Hand gehabt. Yes. Wir haben die Tickets für die Kutschfahrt bekommen. Dann nehmen wir euch nachher auch noch mit. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis zu eurem Workshop, der heute wirklich stattfindet um 13 Uhr. Ich glaube, wir gehen nochmal hoch, oder? Hüpfburg wolltest du noch? Nein, die ist noch nicht aufgebaut. Noch nicht aufgebaut? Nein. Okay. Sollen wir dann die Fahrräder nehmen, eine Runde außen rumfahren? Können wir machen, oder? Gute Idee. Oder chillen. Du und dein Chillen. Chillen. Papa hat jetzt die letzten Tage wenig gemacht. Okay. Es juckt schon wieder. Was man auch noch sagen muss, der Morelo Service, also wenn irgendwas kaputt ist oder so, ist echt Hammer. Die fahren, die sind den ganzen Tag unterwegs und kümmern sich um die Wohnmobile. Also wirklich cooler Service. Und das Fahrzeug ist auch... Gefällt dir? Nein, nein. Rotes Leder. Ah, rotes Leder. Was, das Fahrzeug oder? Ja, das der Morelo. Das Fahrzeug ist schön, aber nicht. Der Morelo mit rotem Leder ist nicht so schön. Nee, ich meinte jetzt das Morelo Service-Fahrzeug. Ja, das ist gut, aber das rote Leder da, nee, das geht gar nicht. Nee, das ist nicht so. Nee. Wem es gefällt. Aber dir nicht. Ich mag rot, aber. Aber nicht als Leder. So, Amy, jetzt geht's endlich zu deinem... Ups. Ups. Hoppla. Beim Slalom-Training hat gerade einer einen Polo umgefahren. Jetzt geht's endlich zu der Kutschfahrt. Freust dich? Ja. Gut, Autos gefällt dir auch. Du bist halt meine Tochter. Das ist interessant. Mhm. Oh, sorry. War's. Toll. Hast selber steuern dürfen, gell? Ist fast wie reiten. Ich würde mal schätzen, 200 Mal gefragt worden, ob ich zufrieden bin. Und dann gucken die Leute immer, weil ich sage, nein. Ich bin nicht zufrieden. Weil... Ich erkläre das doch jetzt, man braucht damit nichts, gar nicht fragen. Unzufriedenheit ist mein Antrieb. Und
wenn ich irgendetwas Neues anfange oder irgendwas abläuft, dann komme ich irgendwann auf 80-90% Zufriedenheit. Und wenn ich mir das dann anschaue und nochmal gründlich darüber nachdenke, dann stelle ich fest, ich bin bei 50% und da geht noch was. Und egal, wie schön es dann tatsächlich ist und jetzt auch war, habe ich natürlich jede Menge gefunden, was man noch verbessern kann. Und versprochen, das machen wir. Und wenn ihr mich wieder fragt, finde ich wieder was. So, wir haben jetzt die Verabschiedung angehört. War echt cool, vor allem die ganzen Fakten zu hören. 15.000 Brötchen bisher, morgen gibt es auch noch. Also ist schon immense Summe, was Morello hier in die Hand nimmt für, ja, ganze Menschen hier. Für, ja, für das schöne Fest. Da vielen, vielen Dank schon mal. Ist, glaube ich, nicht selbstverständlich für uns das erste Morello Open. Wir waren dann heute auf deinem Workshop, davon musst du noch erzählen. Oh, Workshop, wirklich mega zum Empfehlen. Ich würde jeder Frau, jeder Dame das nahelegen, weil da lernt man nochmal echt coole Sachen übers Auto. Ob es mit Abwasser zu tun hat oder mit Wasser, Strom. was war es noch? Gas. Gas, ganz wichtig, was ja eigentlich wirklich ein ganz wichtiges Thema ist und die machen das mega toll. Meine Urkunde bekomme ich noch für die Teilnahme. Eigentlich auch ganz süß. Ja, also nochmal vielen Dank an Morello für die tollen Infos, für die tolle kleine, in Anführungszeichen, Schulung über das Fahrzeug. Weil das hatten wir bisher noch nicht. Nein. Leider war da unser Händler nicht ganz so. Nee, nicht ganz so. Hier, euer neues Fahrzeug. Und ja, Let's go. Verlasst den Hof. Mit einem leeren Tank. Mit einem leeren Tank, oh ja. Ja. Nein. Und danach waren wir gleich bei der Kutschenfahrt. Ja. Dann haben wir noch gegessen oben. Ja. Schnitzel, das war super lecker. Mega. Catering hatten die da, ja. Ja, also das Catering oben. In so einer Halle drin. In der neuen Produktionshalle für die Empire. Da war das Ganze drin und also das Essen war sehr lecker und man muss auch echt sagen, der Preis richtig, richtig fair. Wo kriegt man noch einen Schnitzel für 15 Euro? Oh ja. Mit Kartoffeln dazu und die Qualität war sehr lecker. Gut, ja, sehr gute Qualität. Ja. Und natürlich zum Abschluss ein Eis. Gell, Mausi? Eis geht immer. Eis geht immer. Wie der Salat. Wie der Salat. Ja. Nein, ja, alles gut. Und dann hat die Amy noch ein paar Worte an euch zu richten. So, dankeschön, dass ihr zugehört habt. Und ja, lasst ein Like da. Und ihr habt ja gesehen, selber die Kutschenfahrt war sehr, sehr schön. Und es war nett. Also so. Außer, dass wir nichts trinken konnten. Bei der Kutschenfahrt? Ja. Ja, das stimmt. Das waren nur alkoholische Getränke. Leider. Aber, wie ich schon gesagt habe, lasst ein Like da und abonniert uns und... Du hast heute eine Palace-Tour gemacht. Die muss ich dir dann auch noch zusammenschneiden. Mhm. Kann man die auch hochladen, wenn du das möchtest. Und, danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss.